50er Jahren haben die Deutschen, es ging ihnen besser, sie sind viel gereist und wir hatten in der Gastronomie auch Expansionspläne und wollten besser werden, anders werden. Die Deutschen haben versucht, die Sterneküche zu kopieren. Man hat natürlich auch heute, wenn man Sterne hat, wirtschaftliche Vorteile. Man hat Gäste, man kann damit werben und so. Nur, das wird nie so weit gehen, weil, warum haben wir so wenig Drei-Sterne-Restaurants? Weil, wenn wir genauso viele Drei-Sterne-Restaurants hätten wie in Frankreich, das würde heißen, dass die Franzosen nicht die absoluten Weltmeister sind. Ich glaube, dass der Stern damals wirtschaftlich vielleicht sogar wertvoller war wie heute. Vom Handwerklichen her ist heute ein Drei-Sterne-Koch eher ein bisschen übertrainiert, weil er muss immer wieder was Neues bringen, so dass man also ein bisschen den Boden der Tatsachen verlässt. Früher war es einfach Handwerk, reines Handwerk, und heute ist es auch ein bisschen Kunst. Die gewisse Glaubwürdigkeit gegenüber drei, zwei oder einem Stern hat sehr gelitten. Jeder lurrt bloß, dass er eine Auszeichnung kriegt, gell? Aber er vergisst das Wesentliche, was am Teller ist, beziehungsweise was zum Gast rüberkommen sollte. Die Qualität des Produktes, ja, oder der Produzenten, ja. Die hat sich enorm, kann man sagen, positiv entwickelt. Und die einheimischen Produkte mittlerweile wieder ganz eine andere, kann man sagen, also Qualität und Berechtigung. Ja, und auch dementsprechend auch mit Anerkennung. Unsere schönsten Geschichten waren in einer Zeit, die man sich heute gar nicht vorstellen kann, weil wir damals diese Standard-Lebensmittel, die wir vom Rucola bis zum Rudelmeer, von Gänseleber bis zur Trüffel, das ganze Zeug gab es ja nicht am Markt. Das erinnert mich einfach immer wieder an eine Pionierzeit, die einfach toll war. Und jetzt gehe ich in die Küche. Da arbeite ich am Feiertag, ich arbeite am Sonntag, ich arbeite abends, auf dies und dies und dies. Und das zum gleichen Gehalt? Ja, dann muss ich einen Vogel haben. Eines hat sich geändert, ja? Dass heute der Freizeitwert wichtiger ist, wie es geht. Das ist klar.